Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kohlenhahn-Boxing-Video von mir für euch. Heute habe ich hier einen Schmankerl dabei, das neue Apple iPhone X Max. Das ist der Freund, das iPhone XS Max. Und das X soll man eigentlich als 10 nehmen, das sagt zumindest Apple. Also das iPhone XS Max. Das heißt also, dieses Teil ist größer als das momentan eine Flaggschiff von Apple, und zwar das iPhone XS. Das iPhone XS hat diese Größe und das X ist damit etwas größer. So, seht ihr das? So viel größer ist es, wenn ich jetzt an diese Grafik dort anhalte. So, aber das erstmal zur Seite. Die Verpackung ist mal wieder sehr edel, schön weiß. Eine schöne Collage hier in der Mitte, schöne Farben, wirklich ganz toll. So ein Halbrund gewählt. Und die Verpackung ist unten und oben mit einem Apfellogo. An den Seiten mit einem iPhone nur. Schlicht und einfach. Das ist richtig. Das ist der Zeitgeist heute. Wenn ihr umdreht, dann seht ihr die Spezifikation des Gerätes. Dieses Gerät hat eine 512 GB Festplatte. Und hier oben seht ihr auch, dass es ein iPhone XS Max ist. Also ein iPhone XS Max. Max bedeutet einfach größer. Mal sehen, ob ich damit gut klarkomme, weil ich bin halt das X bzw. 10 gewöhnt. Und ich werde dann mal schauen, ob dieses große Teil mir zusagt oder ich wieder auf das kleine umsteige. Aber jetzt erstmal schauen wir uns an, was ihr alles bekommt und wie man es einrichtet. So, erstmal umdrehen und jetzt ziehen wir das erste Mal an dieser Schnur hier, an diesem Plastiküberstand und werden es auspacken. Auf geht's. Und schon fällt die Verpackung ab. Super einfach, super cool. So, Verpackung zur Seite. Und nun umdrehen. Und jetzt merkt man hier schon die Wertigkeit des Papiers oder der Pappe, die verwendet worden ist. Hier ist auch so Struktur drin. Sehr schön gemacht immer. Jetzt öffnen wir es. Oh. Designed by Apple in California. So, aber wir gucken erstmal das Zubehör. Gleich kommen wir dazu. Im Zubehör sehen wir Bonjour. Also Bedienungsanleitung Französisch. Hallo. Nochmal Hallo. Hier ein SIM-Kartenheber. Den hatte ich irgendwie letztes Jahr nicht. Ich weiß nicht warum. Sehr komisch. Kleinere Anweisungen, Garantieansprüche etc. in diversen Sprachen und die obligatorischen Apfelaufkleber. Zwei Stück an der Zahl sind dabei, die könnt ihr euch irgendwo hinkleben. So, das ist schon mal das Papierzubehör und der SIM-Kartenfreund zur Seite damit. Und jetzt kommen wir zu unserem Main Act, zu unserem Gerätchen. Das iPhone XS Max sieht so aus. Wir werden es aus der Verpackung lösen. Oh, da ist es. Und werden erstmal uns das zur Seite legen. Hier ist es. Ein richtig großes Ding. Mann, ey, das braucht sich jetzt nicht mehr verstecken hinter irgendwelchen anderen großen Riesenhandys. So, von der anderen Seite sieht es so aus. Wie, oh, Space Gray. Hier oben haben wir die Doppelkameras mit LED in der Mitte. Ein Apfel-Logo ist in dem gläsernen Rückwand eingelassen, unten noch Seriennummer etc. An der Seite rechts sehen wir einen Anknopf und einen SIM-Karten-Tray, also SIM-Karten-Slot. Auf der linken Seite sehen wir leiser und lauter Taste und hier die Mute-Taste. Das heißt also, da könnt ihr das Telefon dann lautlos stellen. An der Unterseite sehen wir den Anschluss zum Laden bzw. für eure Kopfhörer und oben ist nichts. Hier oben seht ihr die Tray, wo die ganzen Kameras sind. Da sind für Face ID etc. Und auf der anderen Seite, habe ich ja gerade schon gesagt, ist hier die Kamera. Und jetzt werden wir es erstmal aus seinem leichten Verkleidung holen. Auf geht's. Auch wieder umdrehen und das Ding nehmen und abziehen. Der schönste Augenblick beim Auspacken von Neuware. Findet ihr nicht auch?
So, und jetzt seht ihr es auch ohne Folie. Ich halte es mal kurz in meinen Pranken. Mal sehen. Ich starte es mal. Rechte Seite, Anschnupf. Nur kurz draufklicken, dann sollte es booten. Und das tut es auch. So, jetzt lassen wir es mal ein bisschen rumbooten und schauen uns mal hier weiter an. Hier haben wir Ladegerät. Hier haben wir Kopfhörer. Die sind kabelgebunden. Und hier haben wir noch ein Ladekabel dabei. Wie funktioniert das? Hier die USB-Seite rein in das Kabel mit dem Netzstecker. Und hier unten, dieses Teil, wenn ihr es abgewickelt habt, kommt hier unten ans iPhone dran. Und dann wird es aufladen. Wenn ihr es dann vollgeladen habt, könnt ihr das wieder wegpacken. Oder ihr lasst es dort, wo es ist. Ne? Sucht euch einen Spot, wo das ist. Und wenn ihr Kopfhörer benutzen wollt, dann könnt ihr diese auch genauso, wie ich gerade gezeigt habe mit dem Ladekabel, könnt ihr das mit den Kopfhörern auch machen. Auch da unten rein. So, das ist mal so ein kleiner Sidekick hier gewesen. Jetzt kommen wir zum Einrichten und anschauen, wie sich das Gerät denn so verhält. Hallo, sagt es uns. Wir zum Öffnen nach oben streichen, also nach oben gestrichen. Jetzt Language ausnehmen, also die Sprache. Wir nehmen mal Deutsch und sind auch in Deutschland. So, jetzt geht's los. Wir werden diese Sprache nun einrichten auf dem Gerät selber. Ihr könnt diverse andere Sprachen auswählen, wenn ihr andere Sprachen haben wollt. Gut, Schnellstart. Wenn du ein iPhone oder iPad mit iOS 11 hast oder neuer, beweg dich in die Nähe, um dich automatisch anzumelden. Das ist eine coole Sache. Das heißt wirklich, ich glaube, hier drüben hat es gerade sogar Burp gemacht. Das habt ihr gehört. Jo. So. So, dann kommt so eine Meldung. Ich muss das da oben leider zuhalten, weil da steht meine E-Mail-Adresse. Und wenn ihr diese Meldung jetzt mit weiter bestätigt, dann werden diese beiden Geräte sich synchronisieren. Und dadurch wird auch natürlich dann das Gerät hier direkt eingerichtet. Das ist super geil, benutze ich auch sehr gerne. Also ihr habt es gerade live gesehen, das war vielleicht 30 cm weg. Und es hätte jetzt super funktioniert, aber ich möchte euch ja gerne eine manuelle Konfiguration ans Herz legen, weil ihr eventuell das erste Mal ein iPhone habt. So, auf geht's. Jetzt will er von uns WLAN. Das heißt, wir werden es jetzt mal ins WLAN einsetzen, weil das ist am einfachsten, sich mit den Servern zu synchronisieren. Also gehen wir drauf. Nun Passwort, um in das WLAN einzudringen, eingeben und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, jetzt sind wir drinne. Wir haben jetzt WLAN-Zugriff bekommen. Das heißt, wir können oben rechts auf Weitergehen. Jetzt, das Aktivieren deines iPhones kann einige Minütchen dauern. Das heißt also, das dauert nicht so lange. Also, wenn ihr jetzt nicht wirklich so ein Schnecken-WLAN habt und die Übertragung so schlecht ist, dann sollte das schnell gegessen sein. Aber jetzt von der Haptik her muss ich sagen, es gefällt mir bis jetzt. Ich kam bis jetzt gut dran überall. Oh, mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, Daten und Daten. Sie müssen mit angezeigt, wenn ein Apple funktioniert, wenn Informationen. Das heißt also, das wird euch angezeigt, wenn Informationen jetzt weiter. Face ID. Lass uns Face ID zusammen einrichten. Face ID ist sehr sinnvoll, denn es ist wirklich sehr sicher. Hier oben sind ja Kameras eingebaut, auch 3D-Kameras sind darunter, die dann dein Gesicht abtasten und daran anhand deiner Konturen des Gesichtes den oder das Handy freischalten. Das ist sehr cool. Ich mochte es bis jetzt am iPhone X sehr gerne nutzen. Ich finde es sogar besser als die Oldschool-Sache mit dem Fingerprint. So, lass uns das mal machen. Jetzt konfigurieren von Face ID. Positioniere dein Gesicht zunächst. Im Kamera beschreibe einen Kreis mit einem Gesicht. So, los geht's. Jetzt mein Gesicht da rein. Jetzt mein Gesicht drinne. Jetzt bewege ich mein Gesicht. Und nun hat er das erste Mal schon gescannt. Jetzt will er nochmal. Gut, das war's schon. So einfach ist das Face ID konfigurieren. Code erstellen. Wir machen jetzt mal einen nicht so sicheren Code. Oh, guck mal, er sagt sogar, dieser Code ist leicht zu erraten. Das heißt also, hier ist sogar eingepflegt, dass die Codeabfrage guckt, ob
ein vernünftiger Code verwendet wird oder nicht. Ich mache jetzt mal trotzdem verwenden, werde meinen natürlich später dann ändern. Aber damit ich jetzt nicht mich gleich aussperre aus dem Ding und vergesse den Code, dann nehme ich lieber 1 bis 6. Aber das solltet ihr zu Hause nicht machen, denkt daran. So, jetzt könnt ihr folgende Option machen. Aus iCloud Backup wiederherstellen. Aus iCloud Backup heißt, dass ihr im WLAN eure Daten von eurem alten Gerät zum Beispiel in der Cloud habt. Die Cloud ist der Speicherdienst von Apple im Hintergrund, also im Internet. iTunes Backup wiederherstellen, das könnt ihr dann von einem Computer oder von einem Mac. Als neues iPhone konfigurieren machen wir gleich oder Daten vom Android übertragen. Das heißt, hier einmal könnt ihr dann die Daten von eurem alten Android-Smartphone übertragen zum neuen iPhone, welches ihr euch geholt habt. Also als neues iPhone konfigurieren. Jetzt Apple ID. Um in die iPhone-Welt eintauchen zu dürfen und zu können, braucht ihr eine Apple ID, die ist kostenlos. Ihr könnt sie einrichten, jetzt natürlich, oder ihr gebt eure vorhandene Apple ID ein. Das werde ich jetzt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heißt also, es ist eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, was hier eingegeben werden muss. Das zeige ich euch aber jetzt nicht. Tut mir echt leid. Aber ihr schafft das auch ohne mich. Da sind wir auch schon wieder und ich habe auf Weiter gedrückt, jetzt Nutzungsbedingungen noch eingehen und die Einrichtung der oder die eurer Apple ID kann auch noch mal wieder etwas dauern. Also ich muss wirklich sagen, wenn das iPhone Max so hier auf den vier Fingern liegt, ne, ihr seht das, hier habe ich hier drunter, dann es fühlt sich ganz leicht an, es ist wirklich nicht schwer und ich komme auch überall, wenn ich seitlich reingehe, rein. Natürlich, wenn ich das jetzt so oldschool-mäßig von hier unten mache, dann komme ich natürlich oben nicht hin. Ne? Aber trotzdem, ist okay. Jetzt fragt ihr euch, euer iPhone auf dem neuesten Stand halten, das heißt, dass im Hintergrund alle Apps aktualisiert werden sollten. Ja klar, Ortungsdienst solltet ihr einschalten, damit ihr auch euer iPhone orten könnt und damit kommunizieren könnt, wenn es zum Beispiel euch entwendet werden würde. Das wollen wir auch nicht. Aber wenn es passiert, das hilft euch. Dann könnt ihr es nämlich sperren, ihr könnt es löschen, ihr könnt es orten, ihr könnt es selber wiederfinden oder auch einen Sound abspielen, wenn ihr es verloren habt. iCloud Schlüsselbund, da könnt ihr im Hintergrund immer eure ganzen Passwörter und Visitenkarten etc. Nummern hinterlegen, die dann automatisch auch eingepflegt werden und auch über eure Apple Geräte, die synchronisiert sind, auch aktuell halten. Passwörter nicht wiederherstellen, machen wir jetzt mal, damit wir weiterkommen. Jetzt können wir noch Siri einrichten. Siri ist ein sprachgesteuerter Helfer, der euch in fast allen Lebenslagen weiterhelfen kann. Lass uns den mal von synchronisieren hier. Hey Siri! Hey Siri! Hey Siri! Hey Siri, wie ist das Wetter heute? Hey Siri, ich bin's. Jetzt haben wir Siri schon mal angelernt auf unsere Stimme. Ich habe jetzt schon länger Apple-Produkte und auch mit Siri betrieben. Am Anfang war das etwas schwieriger. Die haben auch manchmal auf andere gehört. Aber im Laufe der Monate und Jahre und Verbesserungen, weil Siri hier drin es selber lernt und sich auf eure Stimme noch besser konzentrieren kann, wird es viel besser werden. Also selbst am Anfang könntet ihr ein paar Probleme haben, dass sie euch nicht immer direkt versteht, aber später wird sie euch perfekt verstehen können. Denn sie lernt nämlich immer weiter dazu. So, Bildschirmzeiten, das sind sozusagen Informationen, wöchentliche Berichte etc. von der Nutzung eurer Geräte. Die können ja auch synchronisiert sein miteinander. Später probieren wir das mal. So, später. iPhone-Analyse, das heißt, dass dort halt Dienste verbessert werden, indem ihr Daten Apple zur Verfügung stellt. Könnt ihr euch entscheiden, ob ja oder nein. True Tone Display, das ist schön. Schaut euch das mal an. Ohne True Tone sieht es so aus. Mit so. Seht ihr den Unterschied? Das iPhone passt sich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an, sodass Farben in verschiedenen Umgebungen einheitlicher erscheinen. Dies kann später in den Einstellungen natürlich noch verändert werden. Also das ist wirklich schön. Also die Sensoren hier an dem Gerät sehen sozusagen, wie hell es gerade ist, was für eine Farbe in eurem Raum ist und ja, und wird sich dann anpassen. Also es ist schöner für die Augen. Anzeigenzoom. Passen die Ansichten als einfach den Einstellungen mit Größe, erscheinende Text und also das heißt, hier könnt ihr die Größen noch verstellen, weil es ist ja ein echt großes Ding. Und jetzt können wir noch die Ansicht wählen.
So. Mhm. Vergrößert. Oh. Ist etwas größer geworden, ne? So, schaut euch das nochmal an. Standard, vergrößert. Standard, vergrößert. Also es gibt Unterschiede, aber nur ganz leicht. Aber es ist zu merken. So, lass uns mal vergrößern. Zum Homebildschirm, erklärt uns jetzt der Freund hier, müssen wir von unten nach oben wischen. Alles klar. Zwischen letzten Apps wechseln, nach oben und gedrückt halten, dann können wir zwischen den Apps setzen. Okay. Und schneller Zugriff von rechts oben runtersliden. Alles klar. Und nun sind wir da. Zack. Jetzt ist es erstmal ausgegangen. Keine SIM-Karte eingelegt, steht hier. Müssen wir auch noch machen. So, also, wenn euer iPhone aus ist. Später. So, wenn euer iPhone aus ist, könnt ihr sehen. Ich mache das jetzt mal an. Ich klopfe oben drauf und mein Gesicht ist weg. Seht ihr, da oben ist es gesperrt. Okay, wenn jetzt mein Gesicht aber in die Nähe kommt, zup, habt ihr es gesehen, es ist aufgegangen. So, nochmal. Ich versuche jetzt, da ist es auf und wenn ich wieder ausmache und nochmal starte, mein Gesicht ist weg, man sieht, dass es gesperrt ist. Wenn mein Gesicht aber vor das Gerät bewegt, dann könnt ihr sehen, dass es frei ist. Um dann reinzukommen, einfach von unten nach oben wischen. Schon seid ihr im iPhone. So, und jetzt werden wir uns mal ein bisschen hier hin und her bewegen. Ja, ist schon größer, echt. Ist toll. Ist nicht schlecht. Aber ich muss mich wirklich hier von unten nach oben bewegen. Jetzt sliden wir mal von oben nach unten. So, wenn ihr von oben nach unten geht, dann habt ihr hier gerade so aktuelle Infos. Wenn ihr von rechts oben rein slidet, dann habt ihr die Schnellzugriffssachen. Hier sind zum Beispiel Futterbrat. Die Helligkeit könnt ihr hier einstellen. Den Sound hoch und runter drehen. Die Musik weiterspielen. Hier drüben Flugzeugmodus an. Flugzeugmodus aus. Hier, dass es nicht mehr automatisch sich dreht an. Nachtmodus, Bildschirmsynchronisierung, alles Mögliche. Hier ist auch die Taschenlampe zu finden. Alles da, alles da. So, um da rauszukommen, einfach wieder von unten nach oben. Und jetzt machen wir mal ein paar hier, machen ein paar Apps auf. So, jetzt haben wir ein paar aufgemacht. Um die jetzt zu löschen, von unten gedrückt halten, jetzt sind wir hier. Und jetzt können wir hier drauf drücken und schmeißen die einfach weg. Wupp, wupp, wupp. Wir können dadurch wechseln, indem wir einfach nur draufdrücken oder halt wegschmeißen, dann werden sie ausgemacht. Die sind natürlich nicht gelöscht, sondern einfach erstmal aus. Okay, dann haben wir hier die einzelnen Einstellungen. Wenn ihr jetzt den Lauter- und Leiser-Tasten bedrückt, ne, wir gehen nochmal rein. Hier seht ihr Lauter, Leiser, hier die Sperre, Klingelton aus, Klingelton an. Hier drüben war ja an und aus, wissen wir. Und jetzt ein Bildschirmfoto macht ihr zum Beispiel, wenn ihr oben Volume Up, also Lautstärke hoch und den Knopf, den Power-Knopf drückt, habt ihr hier ein Foto. Das könnt ihr auch noch zusammenschneiden und dann speichern, in Fotos sichern. So, nur ein kleines Beispiel. Was haben wir noch? Kamera, gehen wir mal in die Kamera erlauben und machen mal ein schönes Foto. Querformat, das seht ihr da oben, der Freund dreht sich nämlich immer. Das ist Hochformat. Jetzt ist Hochformat, so ist Querformat. Jetzt machen wir mal ein Foto. Oder wo sind wir jetzt hier? Ah, jetzt kann man jetzt noch Filter einstellen. Guck mal, mit Filtern kann man auch arbeiten. Sehr schön, sehr schön. Eieiei. Hier unten rechts könnt ihr direkt drauf zugreifen, auf die Bilder, die ihr gemacht habt. Alles klar. Und hier kommen wir wieder zurück. Hier unten könnt ihr einstellen, Blitz ein oder aus. Hier gibt es eine Zeitverzögerung. Hier unten könnt ihr dann zwischen den einzelnen Modi herstellen. Also Foto wollen wir machen. So, jetzt haben wir ein Live-Foto gemacht. Ihr seht ja, wenn ich da drauf drücke. Also Foto wollen wir machen. Dann hat er ein Live-Foto gemacht. Das heißt, es ist so eine kleine Mini-Story. So, jetzt gehen wir mal in Video. Hier könnt ihr Videos aufzeichnen. Einfach drauf drücken und losgehen. Jetzt könnt ihr einen Fokus setzen, dass das scharf ist. Und da ist noch eine Sonne. Dann könnt ihr hoch und runter scrollen, um die Belichtung zu ändern. Seht ihr das, wie das heller und dunkler wird? Video ausmachen, wieder dort drücken. Dann gibt es noch Porträt, Quadrat, lalala, alles Mögliche. Um die Kamera zu wechseln, hier oben drauf drücken. Da, hallo, hier, zup, zup. So könnt ihr die Kamera wechseln. Dann switcht ihr zwischen der Frontkamera und der hinteren Kamera. So. Da sind wir auch wieder. Um jetzt hier rauszukommen, einfach von unten nach oben switchen. Gut, das sind jetzt erstmal so die kleinen Dinger.
Es liegt echt, also wenn ich jetzt hier sitze oder stehe, kann ich gut damit arbeiten. Das ist in Ordnung. Und die Größe ist schon mal super, weil jetzt sieht man noch mehr. Lass uns mal hier jetzt das iPhone daneben legen. So sieht es dann aus. Okay. Also ihr seht wirklich einen Unterschied. Es ist größer. Ne? Das alles ist größer. Von der Tiefe ist es gleich, nur die Größe ist da. So, ne? Wenn ich die jetzt in der Hand halte, hier komme ich überall hin. Aber ich musste mich auch da gewöhnen an hin und her, hoch und runter. Also, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich echt in Ordnung an. Ich glaube, das ist ganz gut. Es ist trotzdem noch stabil in der Hand. Ich kann ja überall alles festhalten und halten und es ist leicht. Es ist wirklich sehr leicht. Es lässt sich super bewegen. So, aber jetzt wollen wir ja noch dazu kommen, dass wir die SIM-Karte wechseln. Die SIM-Karte. Oh, wo haben wir denn den SIM-Kartenzieher hier? Wo ist denn unser Freund, der SIM-Kartenstift? So, um die SIM-Karte eures iPhones S Max. X Max, XS Max, Max Hacks Max zu wechseln, braucht ihr diesen Freund hier und natürlich braucht ihr eine SIM-Karte. Und die SIM-Karte mit dem Freund hier benutzen wir jetzt, um das zu wechseln. So, SIM-Kartenwechsel. Wir brauchen unser Apple iPhone XS Max und schauen uns erstmal die Seiten an. Wenn ihr auf die linke Seite rotiert, seht ihr lauter, leiser und den Mute-Button. Wenn ihr auf die rechte Seite rotiert, dann seht ihr den On-Off-Knopf. Und hier unten, dort hinter, befindet sich der SIM-Kartenschacht. Der SIM-Kartenschacht hat dort so eine Aussparung, so ein Loch, so einen Knopf. Und das mitgelieferte Werkzeug wird uns jetzt diesen Zugang gewähren. Das heißt also, wir gehen jetzt hier in dieses Loch mit dem besagten Schlüssel und drücken ihn nach unten. So, einfach nach unten drücken und dann seht ihr das da? Das kommt uns entgegen hier. Ne? Zack, da ist es. Jetzt können wir den wieder wegnehmen. Hier. Jetzt können wir da drum greifen und ziehen diesen Slot jetzt hinaus. So, da haben wir ihn. Hier an diesem Slot sehen wir, dass dort eine Ecke ist. Eine Ecke, eine Aussparung. Diese Aussparung ist genau so wie hier zu sehen. Nur von der anderen Seite sehen wir gar nichts. Also das heißt, unsere SIM-Karte kommt jetzt so da rein, dass die Ecke dort ist. So. Sacrebleu. Ihr habt gesehen, die SIM-Karte wurde eingesteckt. Sie passt genau da rein, wo sie auch hin soll. Und nun können wir die SIM-Karte nehmen, mit auf den Tray und diese dann hier wieder reinschieben. Achtet dabei darauf, dass das Loch mit dem Entraster unten in einer Linie ist und drückt dann die SIM-Karte wieder in Position. So, und jetzt steht da SIM-Karte gesperrt. Das heißt also, die SIM-Karte wurde erkannt. Und jetzt können wir die SIM-Karte entsperren und die SIM-Karte wird uns dann Zugriff auf das große mobile World Wide Web zum Beispiel bieten. So kriegen wir das also hin. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!